InventiChip ist ein Schülerwettbewerb, mit dem wir Technikbegeisterung in die Jugend, in die Schüler hineintragen wollen. Die Aufgabe der Schüler ist es, in kleinen Projektarbeiten Chip-Ideen, die sie selber generiert haben, umzusetzen. Wir leiten die Schüler an, dass sie dann in der Lage sind, die fantasievollen Ideen, die sie üblicherweise haben, auch in die Praxis umzusetzen, um so hinterher einen Demonstrator zu generieren, der in Hardware zeigt, was sie sich vorher zusammengestellt haben, was sie vorher konzeptioniert haben. Also aufmerksam geworden sind wir durch unseren Chemielehrer, der hat uns das einmal vorgestellt und das fanden wir total spannend und haben dann auch im Internet nochmal nachgeschaut. Und weil wir das beide ziemlich spannend fanden, haben wir uns dann eigentlich so zusammengefunden und dann uns mal an die Aufgaben von den Fragebogen dran gewagt. Ja, also das Tolle am Wettbewerb ist auf jeden Fall, dass man einmal die Chance bekommt, halt hier solche Sachen zu lernen in relativ kurzem Zeitraum. Halt die Chance hat, mit Leuten über sowas zu reden und halt so ein Projekt überhaupt zu verwirklichen. Wir installieren FPGA-Design-Software auf den einzelnen Rechnern, auf den Laptops der Studierenden. Dann bringen wir den Schülern einfache Grundstrukturen von logischen Schaltungen nahe, setzen diese dann in der Hardware-Beschreibungssprache in einfache Strukturen um und bilden diese Strukturen auf die FPGA-Boards ab. Das Ziel von InventiChip ist es zu zeigen, dass der Weg von einer Idee bis hin zu einer integrierten elektronischen Schaltung keine Zauberei ist, sondern dass man das lernen kann und dass es ein kreativer Prozess ist, der sehr viel Spaß macht für jeden Teilnehmer der Gruppe. Sei es ein Preisträger oder sei es ein in Anführungsstrichen normaler Teilnehmer, lohnt sich diese Teilnahme, denn neben den Fachkenntnissen sind über die Kontakte, die geknüpft haben, viele Möglichkeiten für die Schüler entstanden, sodass es sich für alle Schüler immer rentiert. Und was sich auch immer rentiert, sind natürlich die Kontakte, die Schüler untereinander geknüpft haben. Da haben wir auch schon festgestellt, dass es vielfach dann Vernetzungen gibt und dass die auch später noch im Kontakt zueinander bleiben.